Wie in vielen anderen Videos, aber auch in meinem Buch beschrieben, gibt es Unterschiede in der Qualität von Klavieren und Flügeln, die nicht immer offensichtlich sind, aber einen Preisunterschied durchaus rechtfertigen. Heute soll es um die Hammerstiele gehen. Diese werden aus Ahorn oder meist Birke gefertigt und haben einen Durchmesser von 5,4 bis 5,75 mm und vor dem Einleimen eine Länge von ca. 120 bis 130 mm. Sie stellen das Verbindungsglied zwischen Hammernuss und Hammerkopf dar. Bei billigen Instrumenten werden diese wahllos in die Mechanik eingebaut. Hersteller guter Klaviere jedoch wählen sie nach gewissen Kriterien vorher aus. Zunächst wird geprüft, welche Stiele gerade und welche schon von vornherein krumm sind, indem man sie über eine ebene Unterlage rollt. Dann werden sie auf ihre Biegsamkeit überprüft. Manche Stiele brechen sofort, andere verformen sich, kehren aber nicht wieder in ihre Ausgangsform zurück. Diese Stiele werden erstmal aussortiert und stehen für den weiteren Gebrauch nicht zur Verfügung. Jetzt erfolgt das sogenannte Abklingen. Jeder Hammerstiel hat eine Eigenfrequenz, die den Klang eines Tones beim späteren Anschlag der Hämmer auf die Saiten durchaus beeinflussen kann. Man sortiert die Hammerstiele also nach dieser Frequenz, indem man sie waagerecht auf eine Metallplatte fallen lässt. Die tiefklingenden Stiele werden später bei den tiefen, die hochklingenden bei den hohen Tönen verwendet. Diese Sortierung ist relativ zeitaufwendig, wie man sich bei 88 Hammerstielen denken kann. Denn am Schluss soll die Sortierung von tief zu hoch möglichst gleichmäßig gegeben sein. Einleuchtend ist, dass diese Arbeit, wie viele andere Feinarbeiten auch, nur bei hochwertigen, nicht aber bei Billiginstrumenten erfolgt. Wie auch dieses Beispiel zeigt, reicht es eben nicht, ein Klavier zu kopieren und nach einem Plan einfach nachzubauen. Es gibt in unserer deutschen Klavierbautradition viele kleine Geheimnisse, die aber in dem Fall klanglichen Unterschied ausmachen.